Classic-Rock-Radio. So, das letzte Interview für heute und für Rock am Ring. Ihr seid das letzte Interview und wo sind wir? Im Catering. Schmeckt das Essen gut? Triggerfinger sind hier bei mir. Ganz gut. Ganz gut. Ganz geil. So gut. Es ist unbelievable. Great. That's not German. Unglaublich weiblich. Oh, no. Unglaublich weiblich? Unbeschreiblich weiblich. Nina Hagen. Unbeschreiblich weiblich. Wir müssen das Essen ja auch, glaube ich, mal probieren. Kaninchen. I'm sorry. I'm sorry for them. And we're sorry for him. Ihr seid entspannt, weil die Show ist jetzt vorbei. War eine großartige Show, die ihr heute gespielt habt. Erstmal großen Respekt von mir. Ja, es war super. Der Sound und an die Bühne war sehr gut. Und da waren viele Leute und they enjoyed themselves pretty much, it seemed. Ich wollte gerade sagen, es war eine Menge los vor der Bühne und alle haben auch ordentlich mitgefeiert. Ihr habt vor ein paar Monaten auch in Saarbrücken bei uns in der Garage gespielt. Was mögt ihr mehr, Clubshows oder so Festivalshows? Egal, beide, ja, indeed. In the summer, in the, der in Sommer, Sommer, in Sommer, the festivals and in winter the clubs. I think you can hear that we really wanted to make this album and that we had a lot of fun making it. It was great making that album and we are very, very, very happy with it. And I guess that's something you can hear in the songs and in the way it's been recorded and in the playing that's going on. Ihr seid verrückte Typen. Sind Proben bei euch dann auch so verrückt? Manchmal ist es ein bisschen. Und das ist, wir müssen, ja, yeah. Manchmal sind wir ein bisschen Kuckuck, aber wir brauchen das, um Dinge zu versuchen, experimentieren mit verschiedenen Songs und Parts of Songs. Und die erste Single, die rausgekommen ist, Perfect Match, kam im April raus und es geht um Sex, ne, kann man sagen? Ja. Inspiriert wovon? Oh ja. Wow. You know, it's all around, is it every about day. Sex? Yes, it is. No, that was football. Okay. I'm sorry. But that's the great thing. That's the great thing about writing songs and about writing lyrics, that people find different meanings for lyrics. And that's a cool thing when you write something and people can see different things in it. So it's perfect. Classic Rock Radio.